Nach seinem ersten Auftritt in The First Avenger Civil War hat der junge Peter Parker Blut geleckt. In Spider-Man Homecoming will er sich als Spider-Man beweisen und sich mit den richtigen Bösewichten messen. Doch sein Mentor Tony Stark verpasst ihm erst einmal einen Dämpfer. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Als aber ein neuer Bösewicht die Stadt unsicher macht, gibt es für Peter keinen Halt mehr. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Doch es scheint ihm erst bewusst zu werden, worauf er sich eingelassen hat, als er bereits mittendrin hängt. Verbissenheit ist auch etwas, das Spider-Man-Darsteller Tom Holland kennt. Bei ihm zahlte sich seine Sturheit aber zweifellos aus. Ich habe so hart gearbeitet, um diese Rolle zu bekommen. Ich habe fast ein halbes Jahr trainiert und x-mal vorgesprochen. Dementsprechend war der Tag, an dem ich die Rolle bekam, die größte Belohnung überhaupt. Jetzt muss er nur noch dem Publikum gefallen. Unsere Prognose lautet: Spider-Man Homecoming bietet viel Humor und spektakuläre Action. Tom Holland wird seine Fans auch bei seinem zweiten Auftritt nicht enttäuschen, im Gegenteil. Er wird seiner Figur den dringend benötigten neuen Glanz verleihen. Das gibt 5 von 5 Schirmchen. Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast. Oh. Ist keine Umarmung, ich mach dir nur die Tür auf. Oh. Okay, Kleiner, viel Glück da draußen.